Gut, Aufnahme funktioniert noch so, wie es soll. Also wie der Ton gerade kurz gekratzt hat, so war das auch beim Stream. Was sehr nervig war und da hat er ja eigentlich gar nichts aufgenommen, außer insgesamt 8 Standbilder in 2 Stunden oder so. Deswegen bin ich da jetzt leider ein bisschen vorsichtig geworden. Das letzte Mal ist halt auch nur beim Livestream, wenn ich hier mit Streamlabs einfach so aufnehme. Ist das überhaupt kein Problem? Schade eigentlich. So, ich wollte ja jetzt. Taschendiebstahl. Au, au. Was tut dieser Narbe? Er ist narrisch. Der Typ. Hinterlassen Sie eine Schneise des Leibes. Sie nennen es einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für den da. Ignoranz, Grausamkeit, Wahnsinn. Wir müssen standhalten. Na komm. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Wir haben den Ort gefunden. Es ist genau, wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Ja, holen wir uns mal den Brief. Brief, der sagt, dass Jubea sich in einem Garten aufhält. Das ist okay. Nehmen wir kurz einen kurzen Weg. Unschuldig. Euer Leben ist verwirrt. Komm hierher zurück. Nö. Wie konnten wir ihn nur verlieren? Jetzt frag ich. Wenn du einfach mal da drin bleiben würdest, ey, dann würden wir dich auch nicht finden. Ja, ist klar, geh halt auf der Seite raus. Auf der Seite, wo du halt nirgendwo hin kannst. Ein sehr schönes Haus. Eigentlich wollte ich da nicht rein. Ich wollte oben auf den Dächern bleiben. Toll. Autsch. Das funktioniert hier wieder einwandfrei. Well, Kamera. Hallo, lauf doch einfach weiter, Junge. Ist mir scheißegal, wo du hinläufst. Hauptsache, du läufst weiter. Na also, geht doch. Ah. Meine Güte, das war jetzt unnötig anstrengend. Zeigt euch! Ups, bin ich einfach mal runtergefallen. Aber das ist okay. Der ist auch weg. Du, weg. Lass das. Ein Aussichtspunkt.
Gegner, Mensch. So, heute ist hier alles ganz schön chaotisch hier. Eieiei. Mein Mikrofon wieder ein bisschen zurechtrutschen. Ich habe da noch nicht so ganz die ideale Position gefunden. Ich bin da noch nicht so ganz glücklich drin. Glücklich drin? Glücklich mit. Ich bin nicht so ganz glücklich in dem Mikrofon. Ach ja. Ich wünsche das so. Ja, so. Wie ist das? Ah, dann hängt mir das wieder so vom Bildschirm. So. So sollte gehen. Okay. Ui, kann ich jetzt die Olle da mal retten? Nachdem ich mir nochmal ein Messer geholt habe. Wo bist du? Reitet ihm entgegen, um diese barbarischen Taten zu rächen. Betet das Gott. Ah, komm. Gepriesen sei sein Name. Mit uns sein Wert. Wirst du satt, Darajana Mishpa. Hinho. Komm mit dich, Jürgen. Unglaublicher Stirn. Mann, ich vergesse das immer. Dass ich mich jetzt theoretisch aus dem Kopf befreien kann. Ich weiß, es ist super schäbig, Leute auf den Boden zu hauen, aber es bietet sich halt so schön an. So, geht doch. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Da drüben! Ende dein Leben! Kinder, schneller! Du lässt mir keine Wahl. Du musst schneller töten. Geht auf! Ihr könnt nicht schneller töten! Haltet die Waffen hoch! Ihr habt die falsche Sache gewählt. Hört sich so an. Ihr könnt nicht entkommen. Aber die Pakistanen sind doch schon ziemlich nützlich, aber wir Pakistanen. Dann haben die Flagge übersehen. Dann holen wir uns gleich. Komm, du Superheld, rein! Rein! Manchmal macht er mich schon ein bisschen aggressiv. Ich habe Besseres zu tun. Gut, dann verpiss dich. Dankeschön. So. Wo war diese Flagge denn jetzt? Wo ist denn unser Aussichtspunkt da? Ach, da ist sie. Ja, hoch und hoch und rüber. Und ich habe immer das Talent, genau auf der entgegenliegenden Seite hochzuklettern. Das heißt, ich darf dann immer halb um den Turm rumkraxeln. So. Das auch. Gut, gut, gut. Dann noch wieder hoch. Jetzt hat der ein Messer geworfen. Zack, mit 8 komme ich erstmal wieder ein bisschen weiter. Was hat ihn wohl gestochen? Eine Biene. Nee, ist dürfen. Eine Biene hat ihn gestochen. Was wollt ihr? Ich finde, der visiert die Leute ganz komisch an. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das kontrollieren kann, wen von denen ich anvisiere.
Ich hab gerade nur den ankontert, den kontern, der gerade anvisiert ist. Erbärmlich. Und wenn ich von hinten jemand angreife, der gerade nicht weiß, umrandet ist, dann kann ich den nicht kontern. Oh. Gut, das sieht sehr spannend aus. Diese Langsamkeit kriege ich nicht hin. Oh. Nein, Fresse. So. Gut, dass ihr gerade vorbeikamt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ist gut, Großmütterchen. Hab ich doch gerne gemacht. Ich hab gerne ein Blutbad hier hinterlassen. Wer hat das getan? Ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, toll. Bin ich hier wieder genau ins richtige Gebiet reingefahren. Aus dem Weg! La 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 la. Das ist wieder das Dach und da waren wir drüben schon mal drauf. Da rein. Weißt du, die sehen mich nicht. Ah, oh, super. Kollege, ich bin so stolz auf dich. Ja, ja, ja. Ah, Goal geschafft. Ist er verrückt? Ja, ist er. Ich bin verrückt. Was erwartest du? Ich töte Leute. Ich töte viele Leute. Autsch, Autsch, Autsch. Dein Leben ist verfetzt. Ist klar, jetzt können die auch schon kontern. Gott ist auf meiner Seite. Man merkt, dass das Spiel fast zu Ende ist. So. Oh, der ist gut. Ich bin besser. Ich danke euch. Ich danke. Ja, ja, quatsch du meine Zeit. Mach hier ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Ah, dass man das nicht mal springen kann. Oder ausschalten oder was auch immer. Das ist so nervig. Noch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen. Erdacht oh, ich von glaube, jemand verprügeln. Oh, ja. Die Herrschaft über eure Seelen erringen wollten. Nur wenn diese Werke dem reinigenden Feuer übergeben werden, können sie keinen Schaden mehr anrichten. Zubair sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Oh ja, die Bevölkerung dumm halten funktioniert natürlich immer super. Ich habe gehört, dass Wachen sich bei Faustkämpfen nicht einmischen. Deswegen. Wofür kämpft er? Gewalt ist keine Antwort, mein Sohn. Ja? Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Die Worte auf diesen Pergamenten. Sie sind Gift. Zubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt.
Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Ach ja, so Fanatiker sind immer toll. Aber ich bin echt ja mal gespannt, was daraus wird. Was letztendlich die Wahrheit ist. Da kommt natürlich nicht hoch. Wie ich fliegen kann, wenn ich euch alle töten muss. Was ist das? Kannst du dich nicht ein bisschen beeilen, klettern? So gerne die dich immer runterschießen. So, schon wieder. Wir kommen immer nur in diesen einen Dachgarten. Oh, was ist das? Ja, meine Nase juckt immer noch. Ich verstecke mich hier auch. Das mache ich sogar mit Freuden. Genauso wie ich mit Freuden. Die Wachen hier ausschalte. So. Oh. Was für ein schöner Zufall. Wo bist du? Ich weiß, dass du hier bist. Du weißt gar nichts. Achso. Ach, das ist neu. Ja, wow. Das hat ja super funktioniert. Rein da! Boah, Junge. Gott sei Dank sind die Wachen noch dämlicher als alter ihr. Er versucht uns ständig. Seid stark! So stark wie Salah Al-Din! Und wappnet euch gegen eure Feinde! Ein jeder so stark! Wie schon die Wachen hier dezimieren kann, warum sollte ich das nicht tun? Geld, Bruder! Oh, schöner Konter. Ach komm schon. Aha, da war's. Toll, die Tempo habe ich jetzt so schön getötet. Jetzt kommt die Idioten hier schon wieder. Was? Wer hat das getan? Der gleich. Ah ne, doch nicht die zweite Leiche noch darunter schickt. Nein, da nicht schon. Wer hat das getan?